Ja, sehr verehrte Freunde aus Ostpreußen. Sie wissen, ich komme aus Schlesien, aber ich bin ja ein ähnlich Betroffener wie Sie. Insofern freut es mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen und ganz besonders, weil Sie mir ja vor einigen Jahren eine Medaille verpasst haben, als deren Träger ich mich vielleicht noch als unwürdig erweise, aber ich hoffe, mich dazu noch zu entwickeln, dass das also anders wird. Davon abgesehen finde ich es schade, dass ich den Vortrag von Herrn Heckel, den ich sehr schätze, nicht habe hören können. Die Autobahn war leider sehr, sehr voll und ich bin also mehr als eine Dreiviertelstunde später angekommen, als ich eigentlich gewollt hätte. Nun aber zu dem Vortrag. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich nachher, als ich die Zusage machte, gefragt, ob es denn eigentlich sinnvoll ist, in Ihrem Kreis etwas zu erzählen, zu Preußen, ein Vorbild für Kultur und Lebensform. Ja, natürlich, das wird jetzt auch der Schwerpunkt sein, aber ich möchte gleich dazu sagen, ich wollte eigentlich ein paar Dinge links und rechts dazu erwähnen. Eigentlich müsste der Vortrag heißen, Preußen ein Vorbild für Kultur und Lebensform in feindseliger Umgebung, nämlich sowohl außenpolitisch als auch oft innenpolitisch. Sehen Sie es mir also vielleicht ein bisschen nach und es mag sein, dass dann das eine oder andere erst in der Nachfrage deutlich wird. Meine Damen und Herren, was bedeutet der 14. Juli im Leben der Franzosen? Natürlich ist der Nationalfeiertag, den unser Nachbarvolk überschwänglich ausgelassen und fröhlich feiert. Und zwar seit 1880. Der Feiertag erinnert an den Sturm auf die Bastille am 14.07.89, wo eine durch lange Hungerzeit radikalisierte Menge 4 Urkundenfälscher, ein paar Irre, wahrscheinlich darunter auch den Marquis de Sade, befreite. Der Kommandant und noch ein Offizier wurden trotz Zusicherung freien Geleits geköpft. Eine rühmenswerte Tat, wohl kaum. Wohl aber der Beginn einer blutigen Terrorherrschaft, die den Adel hinwegfehlte. Der Höhepunkt der Terrorherrschaft zwischen Juni 1793 und Juli 1794 unter der Leitung des Wohlfahrtsausschusses kostete allein in diesem Zeitraum mindestens, dazu gibt es eine genaue Quelle, 15.594 Köpfe durch die Guillotine. Dazu starben etwa 40.000 Menschen ohne Anklage in Gefängnissen oder auf dem Weg dorthin. Nicht gerechnet sind die Toten der blutigen bürgerkriegsähnlichen Vorgänge in den Provinzen, wo allein in der Vendée etwa 100.000 Menschen umkamen. In Deutschland käme niemand auf die Idee, derart schäbige Tage fröhlich und ausgerechnet mit dem Zeigen von Militärmacht zu feiern, anders als in Frankreich, wo man sich derartig grausamer Teile der eigenen Geschichte gerne intensiv und freudig erinnert. Bei uns ist nach dem Zweiten Weltkrieg eine Fülle wichtiger geschichtlicher Fakten im Orkus gelandet. Ich erinnere nur an den unglaublichen Beitrag Deutschlands, vor allen Dingen auch von Preußen aus, in der Entwicklung des osteuropäischen Raumes, den unser Vaterland über 800 Jahre lang geleistet hat. Dieser Beitrag wäre eine Fülle an Gedanken wert, die ihren Hintergrund fände in der Verkürzung Osteuropa minus Deutschland gleich Null. Greife deinen bekannten Titel auf. Aber Sie müssen schon nach Kiew fahren, wo Sie am Dnjepr eine 20 Meter hohe Stele mit der Goldkugel an der Spitze zur Erinnerung an die Einführung des Magdeburger Rechts finden. Immerhin in der Ukraine. In Deutschland ist dagegen kaum mehr etwas zu finden, das an diese großen Leistungen unserer Landsleute erinnert. Und wenn doch, steht es unter dem Generalverdacht des Narzissmus. Oder denken Sie an 1813-15. Wenn nicht in einigen kleinen Museen Deutschlands, in wenigen kleinen Zeitungen wie zum Beispiel der Patz, Herr Heckel war ja gerade da, oder dem Schlesier, oder in mehr oder weniger marginalen Beiträgen der großen Medien an die preußisch-deutschen Befreiungskriege erinnert wird, können Sie lange nach Anschauungsunterricht suchen. Die politische Klasse jedenfalls, die für jeden Quark Sondertage erfindet, hat für das Werden des deutschen Staates unter preußischer Führung keine offizielle Feierstunde übrig, nicht einmal an die Herkunft der deutschen Nationalfarben, Schwarz-Rot-Gold als Symbole für den Dreiklang Einigkeit und Recht und Freiheit wird erinnert. Im Gegenteil, Leute, denen wir die Demokratie verdanken, wie zum Beispiel den Burschenschaften, werden kriminalisiert. Auch die Erinnerung an den 30-jährigen Krieg von 14 bis 1945
der mit der nicht von Deutschland verschuldeten Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs begann, über die Zerstückelung Deutschlands in Versailles und die Ausbeutung Deutschlands in der Zwischenkriegszeit, die schließlich zur Machtübernahme Hitlers führte und schließlich nach der Katastrophe die größte Austreibungsaktion der Weltgeschichte sah und gleichzeitig die entschädigungslose Abtrennung von einem Viertel der deutschen Landesfläche, wird langsam, aber sicher entsorgt. Welch ein erbärmliches Zeugnis von Geschichtsvergessenheit vergleicht man dieses Verhalten mit der Freude, die Franzosen sogar mit sehr dunklen Kapiteln ihrer Geschichte verbinden. Warum ist das so? Nach 1945 sollten wir Deutschen umerzogen werden. Da die Sieger in Ost und West die alleinige Regierungsmacht besaßen, implementierten sie in den politischen Wissenschaften, Kulturwissenschaften, Schulen und Medien an den entscheidenden Stellen Personen, die deutsche Geschichte weitgehend auf die Zeit des Nationalsozialismus verkürzen sollten. Die Logik dieser Maßnahme liegt auf der Hand. Tatsächlich hat die deutsche Reichsführung mit den Verbrechen an Juden und auch anderen Rechtsbrüchen dem Volk eine schwere Bürde aufgeladen, die nun genutzt wird, um den Besiegten die Kollektivschuldthese zum Zweck möglichst langfristiger Erpressung aufzudiktieren. Um hierbei glaubhaft zu sein, musste der Ablauf der Geschichte auf die Katastrophe Deutschlands zwischen 1933 und 1945 zielen. Also musste alles getan werden, um im geschichtlichen Rückgriff das gewünschte Ergebnis beleben zu können. Die Ereignisse, die dieser Zeit vorausgegangen waren, wurden mit der Behauptung einer geschichtlichen Kontinuität als Vorläufer zur Zeit des Nationalsozialismus betrachtet. Dazu wurde auch der preußisch-deutsche Militarismus erfunden, dessen Existenz nur dann zutreffend ist, wenn das böse Dreigestirn für die deutsche Geschichte, bestehend aus England, Frankreich und Amerika, sich zu ihrem weit stärker ausgeprägten Militarismus bekennen würde. Fakten und Zahlen wurden elegant umschifft, sodass sich in der mit Geschichtskenntnissen unterbelichteten deutschen Bildungsschicht von heute ein weitgehend falsches Bild von der deutschen Geschichte verfestigen konnte. Professor Diewald zitiert einen maßgeblichen Nachkriegspolitologen, nämlich Theodor Eschenburg. Der Satz lautet von Eschenburg: Bei der Frage nach der deutschen Schuld am Zweiten Weltkrieg, die wissenschaftlich eindeutig beantwortet ist, handelt es sich nicht etwa um eine fachhistorische Angelegenheit. Die Erkenntnis von der unbestrittenen und alleinigen Schuld Hitlers ist vielmehr die Grundlage der Politik der Bundesregierung. Zitat Ende. Der viel zu früh verstorbene Professor Diewald urteilt darüber, Zitat, das Dogma von der Singularität deutscher Verbrechen und von der deutschen Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg hat eine rein politische Funktion. Ja, und zwar Funktion als Rekonstruktion der nationalen Identität Deutschlands. Da aber ein Volk ohne Identität nicht lebensfähig ist, wird die Bedeutung jener Historiker, die sich dem Eschenburg-Dogma entziehen, offenkundig. Hoffentlich haben wir das mal. Charakteristisch dazu die Erklärung Roosevelts vor dem amerikanischen Abgeordnetenhaus am 17. September 1943. Wenn Hitler und die Nazis verschwinden, muss sogleich die kriegslüsterne preußische Bande in Deutschland ausgerottet werden. Zitat Ende. Hier kommt Preußen ins Spiel, das für das Übel in der Welt verantwortlich ist und nicht Deutschland. Ob Roosevelt vielleicht Preußen sagt, aber Deutschland meint? Bei der in Angloamerika üblichen Unbildung könnte das sein. Versuchen wir uns zu einer Aufklärung. Im englischen Geschichtsverständnis ist die Gleichsetzung von Preußen und Deutschland verbreitet, was den engen Verbindungen des englischen Königshauses zu Hannover und dessen Nähe zu Preußen geschuldet ist. Und auch die lang andauernde Erregung in England, als das Königshaus Hannover schließlich zu Preußen geschlagen wurde, erklärt genug. Denken Sie bitte an die englische Königin Victoria, am 24.05.1819 als einziges Kind des Herzogs Edward von Kent und seiner deutschen Prinzessin von Sachsen-Gotha geboren. 1837 übernahm Victoria die Königskrone und heiratet ihren deutschen Vetter Albert von Sachsen-Coburg. Sie starb 1901 in Osborne und ihre älteste Tochter heiratet nun, das wissen Sie auch, 1858 den preußischen Kronprinzen und 99 Tage Kaiser Friedrich III. Also, auch da große Verbindung zu Preußen. Da spätestens 1815 nach dem Wiener Kongress
die Berührungspunkte zwischen England, Amerika und Preußen diejenigen aller anderen deutschen Länder bei weitem übertrafen, war für Engländer und Amerikaner Deutschland gleichbedeutend mit Preußen. Ähnliche Überlegungen gelten auch für Frankreich, dessen Politiker über Jahrhunderte gewohnt waren, sich auf Kosten Deutschlands zu bedienen, bis mit Friedrich II. Ein preußischer Gegenspieler auftrat, der in Bismarck einen würdigen Nachfolger fand. Und dieser Bismarck, erinnern Sie sich, wagte es potzblitz im Bruderkrieg mit Österreich 1866 einen so schnellen Sieg zu erringen und diesen durch einen schnellen und ehrenvollen Frieden zu sichern, dass die französische Führung sich nicht in der Lage sah, an der Westgrenze des Deutschen Reiches wie üblich einige 10.000 Quadratkilometer Boden abzuknapsen. Diese Schande wurde zum Hassritual gegen Preußen aufgebaut, sodass die französische Armee 1870 mit dem Satz Revanche pour Sadowa in den Krieg zog. Sadowa ist ein kleiner Ort in der Nähe von Königgrätz, wo die Preußen die Österreicher geschlagen haben. Die nach dem Krieg beginnende Umerziehung änderte, außer in den Naturwissenschaften, die Grundlagen wissenschaftlicher Forschung. Eine erhellende Auskunft dazu verdanken wir Professor Wolfgang Mommsen. Er schrieb in der Frankfurter Rundschau am 1. Dezember 86, dass sich historische Forschung in Deutschland an den Grundwerten einer demokratischen Parteiendemokratie zu orientieren habe. Diese Vorgaben seien auf eine politische Absicht zurückzuführen. Der preußische Staat, so Mommsen weiter, sei daher zur Unperson erklärt worden. Man habe ihn aus der politischen und geschichtlichen Diskussion ausgeklammert. Tja, das ist die Bankrotterklärung der Geschichtswissenschaft in Deutschland. Denn orientieren sollte man sich nicht an politischen Absichten, sondern an zum Beispiel der Aussage etwa eines Freiherrn von Feuchtersleben, ein Wiener Professor, der feststellt, ich zitiere, es gibt nur eine Sittlichkeit und das ist die Wahrheit. Es gibt nur ein Verderben und das ist die Lüge. Zitat Ende. Otto Braun, immerhin SPD-Mann, letzter preußischer Ministerpräsident, äußert 47 in einem Brief aus dem Schweizer Exil, Zitat, dem international grassierenden Anti-Preußen-Koller können wir nur mit Fakten, wirklich nur mit Fakten begegnen. Diese Fakten sollten natürlich nach dem biblischen Prinzip der Wahrheit orientiert werden. Aber mit Faktenpflege hapert es bei den deutschen Professoren, wenn es sich denn um Positives über Preußen handelt. Dazu ein Beispiel, entnommen aus dem Buch von Erhard Bödecker, kann ich sehr empfehlen, mit dem Titel Preußen und die Wurzeln des Erfolgs. Er schreibt, Zitat, wenn ein bekannter deutscher Historiker in einem zweibändigen Werk über das Kaiserreich von einer 20-prozentigen Geldentwertung spricht, statt für den angegebenen Zeitraum die jährliche Inflationsrate mit 0,48% anzugeben, dann zeigt das entweder seine Unkenntnis von Zinseszinsrechnung oder, was wahrscheinlicher ist, die Absicht von einer politisch-ideologisch erwünschten Darstellung. Die Bundesrepublik hatte im gleichen Zeitraum von 38 Jahren eine jährliche Inflationsrate von 3,14%. Im Vergleich dazu sind 0,48% eine wirtschaftlich zu vernachlässigende Größenordnung. Zitat Ende. Bödecker hat außerdem die Pro-Kopf-Verschuldung nach Preisindex und Kaufkraft umgerechnet und die Goldmark und so weiter und fand dabei für das Deutsche Reich die geringste Staatsverschuldung Europas. Sie betrug 1912 lediglich 1603 Euro pro Einwohner. Die Staatsschuld Deutschlands für 2003 dagegen 16.585 Euro pro Einwohner. Zudem beträgt die jetzige Steuerbelastung pro Kopf in der Bundesregierung etwa das 20-fache der durchschnittlichen Steuerbelastung des Jahres 1912 in Preußen. Die preußische Einstellung also zu Schulden könnte nach den Finanzkatastrophen der letzten Jahre Vorbild für unsere Bundesrepublik sein. Nach Jahrhunderten der Zersplitterung und Teilung Deutschlands erlangte auch Deutschland im Jahre 1871 seine Einheit. In Versailles wurde der neue Deutsche Bund aus 25 Ländern und Städten als Deutsches Reich aus der Taufe gehoben und als Präsidenten sozusagen wählte man den preußischen König. Auch hier wieder, Preußen ist für das Ausland die richtungsweisende Macht in Deutschland. Deutschland also hatte jetzt wieder seine staatliche Einheit, die in England und Frankreich seit 1453, dem Ende des sogenannten Hundertjährigen Krieges, bestand. 400 Jahre hatten diese Staaten Zeit, sich als Nation zu
entwickeln. Deutschland sollte eine ähnliche Entwicklung in 3 Dutzend Jahren durchlaufen. Aber wie? Waren Deutschland und Preußen etwa geachtet, geduldet oder den anderen Großmächten gleichberechtigt? Dazu 2 Quellen aus Hunderten. Der französische Außenminister Jules Baptiste stellte am 20. August 1848, dem Jahr der sogenannten demokratischen Revolution, fest, Zitat, wir werden die nach Einheit strebenden demokratischen Kräfte in Deutschland bekämpfen. Deshalb werden wir die deutschen Fürsten unterstützen und keinen Gesandten einer deutschen demokratischen Zentralgewalt empfangen. Die Aufrechterhaltung der deutschen Teilung, wissen Sie ja, gehörte über Jahrhunderte bis heute zum Staatsziel der französischen Politik. Englands Haltung gibt die Rede von Benjamin Disraeli wieder, der am 9.2.1871 für die konservative Opposition im britischen Unterhaus sagte, Zitat, dieser Krieg bedeutet die deutsche Revolution, ein größeres politisches Ereignis als die französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts. Nicht ein einziger der Grundsätze in der Handhabung unserer auswärtigen Angelegenheit steht heute noch in Geltung. Wir stehen vor einer neuen Welt. Das Gleichgewicht der Macht ist völlig zerstört. Zitat Ende. So äußert sich der Machtimperialist, für den damit der Krieg gegen Deutschland konfiguriert ist. Man erinnere sich, vor dem Ersten Weltkrieg wird Deutschland das Streben nach Weltherrschaft vorgeworfen, ausgerechnet von England, das im Jahr 1881, als das Deutsche Reich 0 Quadratkilometer Kolonialland hat, sich bereits 22,64 Millionen Quadratkilometer der Welt unter den Nagel gerissen hatte und 1913 auf stolze 30,3 Millionen Quadratkilometer blicken konnte, während das angeblich kriegslüsterne, nach Weltherrschaft strebende Deutschland 1913 über 2,9 Millionen Quadratkilometer Kolonialland verfügte, etwas mehr als Belgien. Die Haltung in weiten Kreisen der politischen Klasse Frankreichs ist eindeutig. Es positioniert sich zum Krieg gegen das von Preußen gegründete Zweite Reich und wartet nur auf eine gute Gelegenheit. Gleichzeitig sieht sich das neue Reich mit der größten technischen Revolution der Menschheitsgeschichte konfrontiert, denn mit der Erfindung der Dampfmaschine in England hat im 18. Jahrhundert die Industrialisierung begonnen, die sich Anfang des 19. Jahrhunderts mächtig entfaltete. Professor List ahnte die kommende Entwicklung und forderte 1819, Zitat, die wachsende Macht Amerikas und die Vergrößerungssucht Russlands gebieten einen einheitlichen Wirtschaftsraum in Deutschland und später in Europa, Zitat Ende. Er warb für die Zolleinigung in Deutschland. Was Preußen sofort umsetzte, bereits 1820, hatte es über 200 Binnenzölle beseitigt und durch Durchgangszölle ersetzt. Das zwang die angrenzenden 28 Staaten zur Zusammenarbeit mit Preußen, und daher schlossen sich auch andere deutsche Staaten bis 1834 dem preußischen Zollsystem an. Es kam zum Deutschen Zollverein unter preußischer Führung. Letztlich ist das die Vorstufe zum Aufstieg Deutschlands zur ersten Wirtschafts- und Wissenschaftsnation in Europa. List, der sich in den USA übrigens auch große Verdienste erwarb, veranlasste in Deutschland eine weitere wichtige Wirtschaftsmaßnahme, er forderte die Schaffung eines deutschen Eisenbahnnetzes. Preußens Regierung nahm diese Anregungen sofort auf. Die hervorragend arbeitende preußische Verwaltung erarbeitete Pläne und innerhalb kürzester Zeit übertraf die Länge des deutschen Schienennetzes die seiner europäischen Konkurrenten bei weitem. Die Überwindung der zum Teil recht heftigen politischen und landsmannschaftlichen Gegensätze in Deutschland erforderte von der kaiserlichen Regierung nicht nur erhebliche Anstrengungen, sondern auch ein gerütteltes Maß an Regierungsgeschick. 25 Städte und Länder mussten 1871 unter einen Hut gebracht werden. Dabei hatten 1886 noch einige von ihm im preußisch-österreichischen Krieg gegeneinander gekämpft. Sie waren an Selbstständigkeit gewöhnt. Jetzt mussten sie sich unterordnen. Der bekannte amerikanische Historiker mit dem deutschen Namen Otto Pflanze hat in seiner Bismarck-Biografie geschrieben, die Hindernisse, die einer nationalen Einigung in Deutschland entgegenstanden, hatten regionale, kulturelle, religiöse und soziale Ursachen. Seit der Reformation hatten sich in allen großen Kriegen auf dem europäischen Festland deutsche Staaten mit Außerdeutschen gegen ihre deutschen Nachbarn verbündet. Die angesprochenen Probleme waren bedeutend, aber wurden unter Preußens Führung hervorragend gelöst.
Als wichtiger und schwieriger erwiesen sich die Veränderungen, die durch den Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft entstanden. Denn dieser Übergang erzeugte ein großes Potenzial junger Industriearbeiter, die vorwiegend aus den ländlichen Gebieten kamen, wo sie infolge der zunehmenden Mechanisierung der Landwirtschaft keine Arbeit mehr fanden. Verschärfend wirkte sich auch der Geburtenüberschuss aus. Zwischen 1871 und 1914 600.000 Personen. Reichskanzler Graf Caprivi sagte vor dem Reichstag am 10. Dezember 1891, wir müssen exportieren. Entweder wir exportieren Maschinen oder wir exportieren Menschen. Zitat Ende. Das Deutsche Reich durchlebte einen dramatischen Bevölkerungszuwachs mit enormen Problemen. Trotzdem hatte Deutschland mit 0,9% die geringste Analphabetenquote, 1900 in England 9,6%, mit 1-2% die geringste Arbeitslosigkeit, in England im Schnitt 4-9, in Frankreich 6-10, mit 94 Goldmark pro Kopf die geringste Steuerbelastung in Europa und die geringste Staatsverschuldung. Zusätzlich das höchste Bildungsniveau mit 20 Nobelpreisträgern, das höchste Wissenschaftsniveau, die Führerschaft auf allen industriellen Hightech-Gebieten mit 87% Weltmarktanteil in der Chemie, die absolut führende Stellung der Chemie. Deutschland mit seinem größten und wichtigsten Teilstaat Preußen hatte alle Schwierigkeiten, die sich aus seiner geopolitischen Lage und seinen geschichtlichen Bürden ergaben, trotz starker Behinderung, vor allen Dingen durch England und Frankreich, glänzend gemeistert. In seiner Bismarck-Biografie stellt Professor Lothar Gall fest, Preußen-Deutschland habe die modernste und effektivste Wirtschaftsverfassung der Welt gehabt. Die Bismarcksche Regierung lehnte es ab, Deutschland dem Sozialismus auszuliefern, aber ebenso weigerte sie sich, dem unsozialen Liberalismus unbeschränkt die Tür zu öffnen. Auch auf diesem Gebiet war Deutschland der modernste Staat der Welt. Es fällt uns heutigen schwer, den Vorbildcharakter des preußisch-kaiserlichen Systems für Mensch und Wirtschaft zu erkennen. Es war ein System, das sowohl dem Menschen wie auch dem Staat zum Vorteil gereichte und eine für uns heute kaum noch vorstellbare Vielfalt, denken Sie an draußen, in der öffentlich geäußerten Meinung zuließ. Die Bismarck-Regierung hat sich von den unvergleichlichen Schwierigkeiten und Problemen nicht hindern lassen, sogar eine Arbeitsschutzversicherung einzuführen, die sich auf das Deckungsprinzip stützte und nicht auf das gegenwärtige Umlageprinzip, das Adenauer auch gegen heftigen Rat einführte und unter dem wir jetzt ziemlich leiden. Warum dem Deutschen Kaiserreich in der gegenwärtigen historischen und politischen Literatur Militarismus als Eigenschaft unterstellt wird, die zu seinen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erfolgen im krassen Widerspruch stehen, hat keine anderen als politische Ursachen. Denn der Militarismus, also obrigkeitsstaatliche und autoritäre Verformung des Volkes, hätten dem wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Erfolg Preußens nach 1815 und des Kaiserreichs diametral entgegengestanden. Das stellt auch schon der Engländer Herbert Spencer fest, der in sehr umfangreichen Schriften feststellt, ein solch obrigkeitlicher und militanter Staat würde keine leistungsfähige Wirtschaft hervorbringen. Na, vergleichen Sie mal England und Preußen. Warum wird in Preußen Militarismus unterstellt? Auch hier gebe ich eine verkürzte Erklärung. Der preußische Staat bestand bis in die Regierungszeit von Friedrich dem Großen aus vielen unverbundenen Einzelteilen. Daraus ergaben sich schmerzliche Einbußen an politischer und militärischer Macht, was sich gerade im Dreißigjährigen Krieg bemerkbar machte. Daraus zog Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, die richtigen Schlüsse. Er brauchte ein stehendes Heer, das allerdings nicht nur, nachdem er es aufgebaut hatte, wie in Frankreich, den absoluten Anspruch des Fürsten nach außen durchsetzen sollte, sondern gleichzeitig nach innen die rechtlich gleiche Verwaltung und den Steuereinzug durchsetzen konnte. Ein geniales Prinzip, einmalig in Europa, ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. So konnte der Kurfürst langsam die schrecklichen Verwüstungen des Landes durch den Dreißigjährigen Krieg heilen und mit der Aufnahme von über 20.000 französischen Hugenotten, die nach dem Aufheben des Edikts von Nantes im Jahr 1685 nach Preußen kam, bewies dieser absolutistische Fürst große Weitsicht und die damals in Preußen schon mehr als anderswo geübte Toleranz. Wie kommt es also nun unter solchen Bedingungen trotzdem zu den bewunderten Leistungen Preußens?
Großen Anteil daran tragen die Herrscher, deren Wirken ich kurz beschreiben möchte. Den Beitrag des großen Kurfürsten habe ich bereits gestreift. Sein Sohn Friedrich III. Übernahm den Staat 1688, wurde dann mit Zustimmung des Kaisers König in Preußen. In den anderen Landesteilen blieb er Kurfürst. Er war noch absolutistischer Herrscher mit der dabei üblichen Prachtentfaltung, die den Staat überforderte und den Bankrott nahe brachte. Gleichzeitig aber, und das ist ganz wesentlich, steckte er große Geldsummen in die Pflege von Kunst und Wissenschaft und war der Reform des Luthertums, wie ihm von Philipp Spener begründeten Pietismus verwirklicht, zugetan. Da er die spenerschen Ansichten förderte, verbreitete sich vom Hof aus ein intensives Glaubensverhalten, persönlicher und wirksamer als das durch den Priester vermittelte Glaubensangebot der katholischen Kirche oder aller entsprechenden Einrichtungen um uns herum. Als Geniestreich erwies sich die von Friedrich III. Geförderte Gründung der Universität Halle im Jahr 1694. Als deren erster Rektor fungierte der evangelische Theologe August Hermann Franke. Franke war Pfarrer in Glauchau, das war die Armenvorstadt von Halle. Dort gründete er eine Waisenschule, in der strenge Gemeinschaftsregeln herrschen. Eine großzügige Spende erlaubte ihm den Bau des großen Waisenhauses, aus dem Impulse für die Kindererziehung und die Schulbildung in alle Welt hinausgingen. Grundlage war die pietistische Frömmigkeit, die vom Vertrauen aller, aber auch vom geforderten Einsatz der Betreuten lebte. Wesentliche Anstöße für die weltweite Schulentwicklung kamen aus diesem Hort menschlicher Erziehung. Franke bezog die Studenten in die Schülerbetreuung mit ein, schuf eine erste solide Lehrerausbildung und das erste Lehrerseminar einmalig in der Welt. Frankes Menschenbild war der lebensbejahende, aktive, fest im lutherischen Glauben verwurzelte Mensch. Daneben gründete Franke Erwerbsfirmen aller möglichen Art, in denen sich die jungen Menschen bewähren mussten und Erfahrungen für die spätere Tätigkeit sammelten. Ab 1708 erschien auch dreimal wöchentlich die Hallische Zeitung, die übrigens erst 1995 eingestellt wurde. Die überragende Qualität von Waisenhaus, Lehrerbildungsanstalt und Universität zog die besten Köpfe aus Preußen an, sowohl als Lehrende als auch Studenten. Und so galt Halle bald als Zentrum von Pietismus und Aufklärung und die Universität als bedeutendste Hochschule Deutschlands. Hier wurden die Beamten, Lehrer und Offiziere ausgebildet, die den Ruhm Preußens begründeten und vor allem festigten. Sein Sohn Friedrich Wilhelm stoppte die Verschwendung, also Friedrich Wilhelm I. von 1688 bis 1740, stoppte die Verschwendung des Vaters abrupt. Sparsamkeit und Pflichterfüllung wurden oberstes Gebot, kriegerische Unternehmungen wurden gemieden, aber wie sein Vater sah auch er die Notwendigkeiten eines starken Heeres, das er aber aus Eigenmitteln und nicht durch Subsidien unterhalten wollte. Den Adel zwang er in die Armee, entschädigte diesen aber für den schlecht bezahlten Dienst durch die Anerkennung als ersten Stand im Staat. Der König, muss man sich mal vorstellen, in der anderen Umwelt, in anderen Staaten, absolut undenkbar, exerzierte seine Truppen selbst und machte die Offiziersuniform so zum Ehrenkleid. Er baute eine hervorragende Verwaltung auf, organisierte großzügig Wirtschaftsförderung und befreite das Bürgertum von den üblichen Rekrutenstellungen als Entschädigung für deren Steuerzahlung. Er erzog seine Untertanen durch sein Glaubensvorbild, seine Rechtstreue und gerechte Strenge zur Pflichterfüllung. Gleichzeitig aber, das ist eine Komponente, die man bei diesem Herrn meist unterschlägt, förderte er wie sein Vater die Bildung, wobei die musische Seite auch ihren wichtigen Platz behielt. Seinem Sohn, den er zwar liebte, aber bis zu seinem Tod für ein Tunichtgut hielt, hinterließ er ein schlagkräftiges Heer und eine gut gefüllte Staatskasse. Friedrich Wilhelm I. gilt als Schöpfer des modernen preußischen Staates und der ihn tragenden Ideen, oft auch als Geist von Potsdam bezeichnet. Dann besteigt Friedrich II., der Große, den Thron. Nach den vielen Kriegen, die er um Schlesien führt, ist das Land fast wieder bankrott, hat aber mit Schlesien seine reichste Provinz erworben und den Zusammenhang der wesentlichen Landesteile hergestellt. Das sind die Voraussetzungen zum Aufstieg Preußens zur Vormacht in Deutschland. Nach der Festigung der politischen Macht stürzt sich Friedrich geradezu in die Arbeit, um das verwüstete Land wieder aufzurichten. Sein Arbeitstag reicht oft von morgens 4 Uhr bis abends um 22 Uhr. Heraus kommt eine eindrucksvolle Bilanz. Durch die Urbarmachung des Oder-Warte-Netzebruches gewinnt er eine neue Provinz. In Westpreußen fordert er die Ansiedlung von Bauern, zum Beispiel auch die der
aus Salzburg Vertriebenen, stärkt den grundbesitzenden Adel, der gleichzeitig Betreuungsaufgaben für den von Friedrich hochgeachteten Bauernstand übernimmt. Man denke an die Junker, von denen auch unser ehemaliger Bundeskanzler Kohl nur eine absolut unzureichende Vorstellung hatte. Er verfolgt einen aufgeklärten Merkantilismus, der die Belange seiner Machtpolitik mit einer bisher unbekannten Wohlfahrtspolitik verbindet. Zudem verbessert er die sowieso schon gute Verwaltung des Landes. Dabei wirkt sich der von ihm durchgesetzte allgemeine Schulpflicht positiv aus. Besonders bewundert Europa jedoch die von ihm ab 1745 wieder in Angriff genommene Justizreform mit dem Ziel einer vereinfachten und einheitlichen Gerichtsverfassung und Prozessordnung. Friedrich besaß einen unbestechlichen Blick für Qualität. Man sah es an seinen Mitarbeitern. Ich will das jetzt nicht aufführen. Aber unter ihm und die von ihm geschaffenen Gesetze gelten zum Teil bis heute, so etwa das kodifizierte preußische allgemeine Landrecht, was im BGB praktisch eine nahtlose Fortsetzung findet, oder auch etwa im Hypothekenrecht, das bis heute genauso weiter gilt, und vieles andere auch. Er vollzog den wesentlichen Schritt vom Patrimonialstaat zum überpersönlichen Rechts- und Verfassungsstaat. Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit wurde verankert, Trennung von Justiz, Verwaltung festgeschrieben und die Eingriffsrechte des Herrschers in das Recht aufgehoben. Friedrich sah sich als erster Diener seines Staates, der Wissenschaft und Kunst noch mehr förderte als seine beiden Vorgänger. Die Tafelrunde in Sanssouci galt im Gegensatz zu den meisten der europäischen Höfe als Zentrum der Aufklärung. Von dort gingen so viele positive Anregungen auch für das Volk aus, dass eine soziale Revolution von unten in Preußen keine Chance hat. Hier muss auf die Rolle von Kant hingewiesen werden, dessen Ideen der König nach Kräften förderte, weil er wie Kant die Grundideen beruhend auf dem Tugendgebäude des Christentums und dem Wahrheitskriterium schätzte, auch wenn er die Religion selber eher belächelte. Als bedeutendster Philosoph der neueren Zeit wird der Königsberger Immanuel Kant genannt. Er verehrte seinen König Friedrich und umgekehrt ließ dieser Kant durch seinen Kultusminister Karl Freiherr von Zedlitz jede mögliche Förderung angedeihen. Dieser Philosoph mit seinen umwälzenden und eigenwilligen Gedanken war der überragende Denker seiner und auch der folgenden Zeit, sodass man das Urteil unterschreiben kann, wonach die Philosophie vor Kant bruchstückhaft und ohne Kant nicht mehr denkbar ist. Er war seinem König kongenial. Schon nur zwei kurze Skizzen, um auch dessen Einstellung deutlich werden zu lassen. Kant übernahm die Forderung seines römischen berühmten Vorgängers, Dichter Horaz, Sapere aude, und übersetzte diesen Ausspruch mit den Worten: Habe den Mut zum eigenen Urteil. Ein eigenes Urteil setzt allerdings Kenntnisse voraus. Doch Geschichtskenntnisse, die ein eigenes Urteil ermöglichen, sind heute selten. Obwohl Kenntnisse zumindest also über die Vergangenheit des Staates, wo man regieren soll, unentbehrlich sind. Deswegen legten die preußischen Könige auf Geschichtskenntnisse bei ihren Beamten und Bürgern großen Wert. Und ein zweiter berühmter Ausspruch von Kant, nur ganz kurz, 15. Dezember 1783. Zitat: Faulheit ist die Ursache, warum ein so großer Teil der Menschen zeitlebens unmüdig bleibt und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, so brauche ich mich nicht selbst zu bemühen. Ich habe es nicht nötig zu denken. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Jene Vormünder, die die Oberaufsicht über die Unmündigen übernommen haben, gestatten keinen Schritt außerhalb des Gängelwagens, in den sie die Unmündigen sperren. Zitat Ende. Setzen wir für Vormünder, Oberaufsicht und Gängelwagen Fernsehen, Presse und Geschichtsbücher, dann können wir diese Definition Kants von der Aufklärung nahtlos auf die heutigen Zustände übertragen. Ein anderer berühmter Vertreter der Aufklärung war der Preuße Johann Gottfried Herder, Theologe und Geschichtsphilosoph, der die Sturm- und Drangperiode der deutschen Klassik, einer der wichtigsten Stationen der europäischen Welt, vorbereitet hat. Ein bekannter Spruch von ihm heißt, Zitat: Menschenrechte können nicht ohne Menschenpflichten genannt werden. Na sowas.
Meine Damen und Herren, mit diesem kleinen Ausflug in die preußische Aufklärung und den preußischen Pietismus sollte daran erinnert werden, dass Leute wie Christian Thomasius, Christian Wolff, August Franke, Immanuel Kant, Johann Herder, Moses Mendelssohn, Gottfried Ephraim Lessing die geistigen Grundlagen des preußischen Staates geprägt haben. Dafür galt, was heute nur noch schemenhaft sichtbar ist. Die preußische Bildung hatte das eigene Urteil, die Eigenständigkeit des Menschen und eine Selbstständigkeit durch solide Kenntnisse zum Ziel, wesentliche Grundlagen für die großartigen Leistungen in Kultur und Wissenschaft. Eine amerikanische Historikerin, nämlich Margaret Lavinia Anderson, die sich auch an anderen Stellen durch Mut ausgezeichnet hat, hat in einem beachtenswerten Buch auf die Irrtümer deutscher Professoren bei der Beurteilung von Preußen und des Kaiserreichs aufmerksam gemacht. Sie sagt, innerhalb der Kommunalverwaltung sei die Mitwirkung der Bevölkerung stärker ausgeprägt gewesen und gefördert worden als in den Musterdemokratien England oder den USA. Als Ergebnis dieser Grundlage können wir bei dem bereits mehrfach zitierten Bödecker lesen, Zitat, ein junges, gut ausgebildetes, fleißiges und diszipliniertes Volk eroberte sich die internationalen Märkte, die von den etablierten Mächten beansprucht und zu Unrecht als ihre ureigene Domäne betrachtet wurden. In den fortschrittlichen Zukunftstechniken, ich lasse es jetzt aus, hatte Deutschland, England schon längst den Rang auf abgelaufen. Ebenfalls in der Stahl- und Eisenerzeugung. Die erste synthetische Farbe wurde von dem deutschen Chemiker Hoffmann hergestellt. Deutschland beherrschte 87% des Weltmarkts der Chemie. Noch 1950 wurde in den USA die Kenntnis der deutschen Sprache für die Zulassung zum Chemiestudium gefordert. Man weiß heute in Deutschland nicht mehr, dass fast alle bedeutenden Erfindungen der Chemie aus Deutschland stammen. Synthetische Düngemittel ernähren die Welt. Synthetische Fasern ziehen die halbe Menschheit an. Synthetische Farben beherrschen das Bild der weltweiten Siedlung. Könnte ich noch vieles aufzählen. Besonders die USA und England neideten Deutschland diese hervorragende Stellung. Ob das auch ein Kriegsgrund war? Jedenfalls raubten sie die Früchte deutscher Wissenschaft sowohl nach dem Ersten wie auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Preußen-Deutschland war das führende Land der Musik, der Bildung, Ausbildung, Fortbildung und Wissenschaft. Wo also nun liegen noch an einigen Stellen etwas konkreter die Gründe für diese Überlegenheit? Einige Antworten habe ich bereits versucht zu geben, möchte aber noch ergänzen. Sie liegen einerseits in den Eigenschaften vieler der preußischen Herrscher seit dem großen Kurfürsten, unter denen Friedrich II. Alle anderen Herrscher Europas weit überragte. Selbst, ich kürze das ab, selbst mit dem viel gescholtenen Wilhelm II. Als letztem in der Reihe der preußischen Herrscher, agiert eine Person auf der politischen Bühne Europas, die es an Bildung, Ideenreichtum, Liebe zur Kunst und Redlichkeit mit allen anderen Herrschern seiner Zeit aufnehmen kann. Der von Kurfürst Friedrich II. Gegründeten Universität in Halle mit ihrem Umfeld Waisenhaus und Frankischen Stiftungen fällt eine Schlüsselstellung zu. Hier entwickelten kluge Menschen das Mehrstufenprinzip einer gebildeten modernen Staatsgesellschaft. Sie bestand aus einer Grundstufe. Dort war allgemeine Bildung für alle gefordert, die operational die Fähigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen und Naturkunde umfasste und diese mit dem ethischen Bereich verband, der primäre Tugenden wie Bescheidenheit, Ordnung, Pünktlichkeit, Fleiß und Standfestigkeit umfasste, aber auch die religiöse Erziehung mit der Liebe zu den 10 Geboten einschloss. Darauf bauten dann die anderen Stufen einschließlich der Universitätsausbildung auf. Gott zur Ehr und zu des Landes Besten war die Maxime dieses Ausbildungssystems. Und damit entwickelte sich die für Preußen sprichwörtliche Kultur des Dienstes im Sinne von Helfen und anderen beistehen. Unter den großen Reformen des Bildungswesens in der Epoche Humboldt-Altenstein Anfang des 19. Jahrhunderts änderte sich an diesen Bildungsgrundsätzen nichts. Die Dreigliederung der Ausbildung in Volksschule, Gymnasium, Universität baute inhaltlich auf diesen Gedanken auf. Dies gilt auch für die Schulkonferenz vom Jahre 1900, in der unter Ministerialdirektor Friedrich Althoff, dem größten deutschen Bildungspolitiker, die Schulen grundlegend reformiert wurden. Das Ergebnis dieser Schulkonferenz war gültig bis 1963. Es überdauerte also Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und die ersten Jahre der Bundesrepublik. Dann setzte mit den Auswirkungen der 68er Revolution, geschürt von der kommunistischen Frankfurter Schule, der Zerfall ein. Gegenwärtig werden in der Kindererziehung immer noch persönliche Regeln verworfen. Für Kinder gibt es keine Leitlinien, keine Lebensmuster und wenige Benimmregeln mehr.
Vor allen anderen leidet allerdings das Kind unter diesem Mangel. Wer täglich die Leitlinien seines Lebens, seinen Lebensstil selbst suchen muss als Kind, läuft in eine tiefe emotionale Verunsicherung mit fatalen Folgen. Sie wird rücksichtslos von den Linken heute genutzt. Unter den Psychologen besteht Einigkeit, dass Kinder heute viel zu früh ohne Wertevermittlung alleingelassen werden. Es fehlt den Kindern der Widerstand, an dem sie wachsen können. Unsicherheit, Aggressivität, Lustlosigkeit sind die schlimmen Folgen. Für diese Politik ist ausschließlich und allein die linke Politik verantwortlich. Freiheit ist heute nichts anderes mehr als das Vergnügen zum Konsum in einer stillosen Gesellschaft. Konsum bedeutet Reisen, Fernsehen, Porno, Lust ausleben und vom Staat den eigenen Lebensunterhalt fordern. Hartz IV. Über die entscheidenden Themen, die uns heute bewegen, darf nicht gesprochen werden. Die Enttabuisierung aller Regelungen innerhalb der menschlichen Beziehungen wird mit dem Argument der Menschenrechte begründet. Hierunter fällt die Gleichsetzung von Schwulen und Lesben mit Heterosexuellen oder der sich gegen das ungeborene Leben richtende Ausspruch: Mein Bauch gehört mir. Das andere Zauberwort heißt Emanzipation. Hiermit wird die Befreiung von den Zwängen der Gemeinschaft und anderen Zwängen gefordert. Es ist typisch für das Heute, dass Wörter wie Gemeinwohl, deutsches Volk und Vaterlandsliebe als politisch unkorrekt gelten. Dies alles sind nicht die alleinigen, aber doch wichtige und bedeutende Ursachen für die heutige Gesamtmisere, in der wir uns befinden. In Preußen galten gegenteilige Auffassungen, die nicht immer richtig waren, sich in der Summe aber positiv auswirkten. Wer die Vergangenheit nicht kennt, weiß nicht, was wir heute falsch machen. Und wir machen vieles falsch. Wir müssten auch wissen, dass die Ursachen der PISA-Studie und der Arbeitslosigkeit nicht bei den privaten Unternehmern oder bei überirdischen Kräften, sondern ausschließlich in der Politik liegen. Es wäre sehr nützlich, uns von den wirtschaftlichen Erfahrungen und Ideen Preußens leiten zu lassen. Es gibt Parallelen, die wir beherzigen sollten. Der Blick auf die heutige politische Klasse legt allerdings die Annahme nahe, sie überschätzt die Gegenwart und sich und verachtet alle Lehren und Erfahrungen, die älter als 10 Jahre sind. Wie wäre es, wenn man die bei uns seit 1964 eingeführten Fehler in der Bildungspolitik beseitigen würde? In der preußischen Bildungspolitik gibt es berühmte Namen, von August Hermann Franke bis zu Friedrich Theodor Althoff. Deutschland wurde unter ihrem Einfluss bekanntlich zur ersten Bildungs- und Wissenschaftsnation. Ein anderes Beispiel: Das preußische Bildungsministerium hatte nur 34 höhere Beamte. 34 höhere Beamte. Die grundlegenden Fähigkeiten, die heute von den Wirtschaftsverbänden gefordert und leider mehr und mehr schwinden, waren in Preußen bereits grundlegende Erziehungsziele über hunderte von Jahren. Sollte Bildung heute wieder Erfolg haben, muss zunächst die Bevormundung der Bürger durch die Politik beendet werden. Man kann nicht Eigenständigkeit fordern, wenn man den Bürger als unselbstständiges Objekt seiner Politik betrachtet. Die Kenntnis des Altertums seiner Schriftsteller und Philosophen gaben den Menschen in Deutschland das Attribut, gebildet zu sein. Der Verzicht auf die geschichtliche und klassische Bildung verwandelt den modernen Menschen in ein schwankendes Rohr. Grundsatztreue gilt als unmodern. Der sozialistische Politologe Sontheimer sagte auf einer Historikertagung im Jahre 1981, Zitat: Ich halte es aus umerzieherischen Gründen für unverzichtbar, an der These vom preußisch-deutschen Kaiserreich und seinen Strukturen als Vorläufer Hitlers festzuhalten. Und zwar unbeschadet, jetzt kommt's, der Richtigkeit dieser These. Nur dann kann der Weg zur Demokratisierung in Deutschland erfolgreich fortgesetzt werden. Zitat Ende. Na bitte. Dieses sozialistische Bekenntnis zur Manipulation unserer Geschichte erklärt troffender als manch andere Feststellung den Verzicht auf Fakten und Vergleiche. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Sozialismus mit seinem Gleichheitswahn bereits über das gesamte öffentliche Leben ausgebreitet ist und heute selbst unseren privaten Lebenskreis beeinflusst. Als eine der wesentlichen Dinge der preußischen Tugend galt eben das Sparsamkeitsgebot. In seinem Testament stellt als Grundlage für die Förderung von Kultur und Wissenschaft: Sparsamkeit ist kein Selbstzweck, sondern ein genaues Abwägen dessen, was man mit ersparten Mitteln machen kann. Und da stellt Friedrich der Große in seinem politischen Testament die Feststellung aller Feststellungen. Zitat: Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß des Volkes stammt. Das Geld ohne Rücksicht auf die Zukunft ausgeben, heißt handeln wie ein Tyrann und nicht wie ein Vater des Volkes.
Mit diesen Maximen preußischer Könige haben die Regierungen die Voraussetzungen geschaffen, unter denen sich die preußisch-deutsche Wirtschaft so atemberaubend entwickeln konnte. Von den 420.000 öffentlichen Bediensteten im Deutschen Kaiserreich gehörten lediglich 45.000 Beamte dem höheren Dienst an. Heute sind über 4 Millionen öffentlich Bedienstete, Halbtagskräfte umgerechnet in Vollzeitkräfte, zur Regierung und Verwaltung erforderlich, wovon wiederum 800.000 dem höheren Dienst angehören. In den Talkshows des Fernsehens wird über das Thema Staatskosten nicht gesprochen. Kein Wort wird dem Problem des föderalistischen Verschwendungsstaates gewidmet. In Preußen, wie gesagt, waren 34 Beamte für Bildung, Universitäten und Schulen zuständig. Heute haben wir 16 Kultusminister mit einem riesigen Verwaltungsapparat, in dessen Gebäuden man sich verlaufen kann. Während die Abteilung für Bildung und Schulen in Preußen jedoch erfolgreich war, hat die aufgeblähte Kultusbürokratie in der Bundesrepublik die PISA-Studie hervorgebracht und bundesweit Tausende von Lehrplänen in den Schulen. Ein Bildungschaos, das für die Arbeitslosigkeit und den moralischen Niedergang eine gehörige Mitverantwortung trägt. Ja, die Unternehmer Preußens haben unter solchen Bedingungen, wie sie der preußische Staat schaffte, hervorragend arbeiten können. Sie schufen jedes Jahr von 1871 bis 1914 jedes Jahr etwa 380.000 Arbeitsplätze. Nun sagen Sie das heute mal. Vergleichen wir die Freiheit der Unternehmer im preußisch-deutschen Staat mit den unzähligen Behinderungen der Unternehmer heute, dann können wir nur sehnsuchtsvoll im Interesse unserer Wirtschaft und im Interesse der vielen Arbeitslosen und Unterbeschäftigten an diese Zeit zurückdenken, die unter preußischem Einfluss stand. Oft wird nun gefragt, warum dieses erfolgreiche Preußen-Deutschland ohne Aufsehen und nahezu unmerklich von der politischen Bühne verschwunden ist. Mit vielen jungen Historikern kann man sagen, dass es durch die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, den Ersten Weltkrieg, vernichtet wurde, wie George Kennan, der amerikanische Außenpolitiker und Historiker, in seinem Buch The Decline of Bismarck's European Order schreibt. Kennans Buch kann man in zwei Kernaussagen zusammenfassen. Erstens sagt er, der atemberaubende Aufstieg des Deutschen Reiches zur ersten Wirtschafts- und Wissenschaftsmacht hätte, so behaupten andere, Großmächte geängstigt. Zum Beispiel in England die Meinung hervorgerufen, Deutschland beabsichtige den Sturz des britischen Imperiums. Eine solche Absicht, so Kennan, des Deutschen Reiches lässt sich weder aus den Akten noch aus den Anmerkungen irgendeines Politikers nachweisen. Deutschland hatte keine Welteroberungspläne und nicht die geringsten Verdrängungsabsichten. Deutschland war friedlich, sagt er, und ein guter Vergleich, war friedlich und nicht der Fuchs inmitten harmlosen Federviehs. Und zweitens sagt er, das von Frankreich eingefädelte Bündnissystem zwischen Russland und Frankreich war letztlich der entscheidende Grund für die Entstehung des Ersten Weltkriegs. So Kennan. Diese Sicht wird durch den Fortgang des Krieges, des Großen Krieges, eher gestützt. Die Alliierten haben sich dem Abschluss eines Verhandlungsfriedens von Deutschland häufig angeboten, stets widersetzt. Weil sie immer glaubten und ab 1916 wussten, dass die Amerikaner auf ihrer Seite in den Krieg eintreten würden. So sahen sie keine Notwendigkeit, das Massensterben zu beenden. Im Gegenteil, als in den Schlachten an der Somme 1,5 Millionen Soldaten verbluteten, trafen sich Politiker der Entente zu einer Wirtschaftskonferenz in Paris, um dort die Niederwerfung der deutschen Wirtschaft als verbindliches Kriegsziel zu beschließen. Sie einigten sich darauf, den Zugang der deutschen Wirtschaft zu den Weltrohstoffreserven zu kontrollieren und Deutschland nach dem Krieg wirtschaftlich niederzuhalten. Soweit zur allgemeinen Darlegung. Jetzt möchte ich zum Schluss noch einiges sagen. Was sollte von Preußen bleiben? Angesichts der vielen Verleumdungen Preußens fällt eine Würdigung nicht leicht. Vielleicht schafft man den Beginn dieses Versuches durch und mit der Frage, warum dem preußischen Staat als einzigen auf der Welt die preußischen Tugenden mit bewunderndem Unterton zugeordnet werden. Diese Merkwürdigkeit muss begründet werden. Es kann eigentlich nur daran liegen, dass Preußen immer wieder unter schwierigsten Umständen seiner Geschichte von außen als Staat mit besonderen Eigenschaften gesehen wurde. Unter Tugend versteht man bis heute eine Lebenshaltung, ich zitiere, die aus Freiheit vom Menschen durch permanente Übung erworben wird und das sittlich Gute anstrebt, wie der Brockhaus definiert. Tugend bezeichnet das Vermögen, Leistung zu vollbringen, die man als wertvoll anerkennt. Bereits Sokrates definiert die Tugend im Zusammenhang des sozialen und sittlichen Verhaltens als Gesinnung des Menschen.
Dem fügt das Christentum dann, also mit den üblichen vier Kardinaltugenden, Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit, fügt dann das Christentum noch die Begriffe Glaube, Liebe und Hoffnung zu. Wer heute verstehen will, was preußische Tugenden sind, wird vermutlich, das ist das Einfachste, bei Wikipedia nachschauen. Dieses Ding taugt zwar nur bedingt für Bildungszwecke, belegt aber heute, wie heute gedacht wird. Was hat Wikipedia unter preußische Tugenden zu bieten? Man liest Erstaunliches. Danach verschafften die Tugenden, Zitat, Preußen eine fortschrittliche Rechtsordnung und Verwaltung, ein der Krone loyales Offizierskorps und einen Vernunftpatriotismus, der seinen Aufstieg vom herkömmlichen Barockstaat des großen Kurfürsten zur modernen Großmacht trotz dessen kümmerlicher Voraussetzung sehr beförderte. Zitat Ende. Und weiter heißt dann, Zitat, die preußischen Tugenden werden von den ersten Zeilen des Gedichts Der alte Landmann von Ludwig Hölty zusammengefasst. Der kommt übrigens aus Schlesien. Das Gedicht wurde von einer Melodie aus der Zauberflöte begleitet. Sie wurde täglich durch das Glockenspiel der Hof- und Garnisonskirche zu Potsdam gespielt. Der Text lautet wie folgt: Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Welche Tradition! Es folgt dann die Aufzählung der preußischen Tugenden, Zitat, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit, Disziplin, Fleiß, Gehorsam, jedoch nicht ohne Freimut, Gradlinigkeit, Gerechtigkeit, Sinn, Gottesfurcht bei religiöser Toleranz, Härte gegen sich mehr noch als gegen andere, Mut, Ordnungssinn, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Redlichkeit, Selbstverleugnung, Sparsamkeit, Tapferkeit und so weiter. Meine Damen und Herren, die Zuschreibung einer solchen Sammlung von Eigenschaften an einen Staat sind auf der Welt ohne Beispiel. Aber es folgt noch der letzte Satz. Selbst wenn man derartiges Lob als übertrieben ansieht und oft Tugenden fundamentalistisch fast ins Gegenteil umschlagen können, kann man zusammenfassend mit dem Satz schließen. Preußen sollte mindestens in Erinnerung bleiben als ein Staatswesen, das in einem schwierigsten Umfeld mit sparsamen Mitteln, aber ungeheurem Einsatz für seine Menschen fast immer an der Spitze der weltgeschichtlichen Entwicklung gestanden hat und der Nachwelt großartige Zeugnisse menschlicher Größe in Religion, sozialer Wohlfahrt, Wissenschaft und Kultur hinterlassen hat. Diese Ergebnisse heute wieder aufleben zu lassen und ein modernes Deutschland aufzubauen, wäre der Schweiß der Edlen wert. Herzlichen Dank.